Die Meinungsmacher, zweimal schlafen noch, ja, und dann ist heiliger Abend. Zuvor noch Infos über ein im wahrsten Sinne des Wortes heißes, brisantes Thema. Bitte unbedingt aufpassen jetzt, denn bis zu 800 Christbaumbrände, unglaublich, aber so viele gibt es bei uns in den Weihnachtstagen jedes Jahr. Gut, wer da beim österreichischen Versicherungsmakler ist, wie wir in unserem exklusiven Gespräch mit Bundeshauptmann Gunter Rilsberger in Erfahrung bringen. Kunden von Versicherungsmaklern haben zwei ganz große Vorteile. Erstens ein viel besseres Preis-Leistungs-Verhältnis bei Versicherungen und zweitens im Schadenfall ordentliche Leistungsansprüche gegen die Versicherung, zum Beispiel zu Weihnachten die grobe Fahrlässigkeit bei Christbaumbränden. Nur bis zu 20 Sekunden dauert es und so ein Christbaum steht lichterloh in Vollbrand. Also wann konkret spricht man eigentlich von grober Fahrlässigkeit? Grobe Fahrlässigkeit wäre beispielsweise, wenn man die Kerzen anzündet und dann vergisst, sie auszulöschen und das Haus verlässt. Das wäre ein Beispiel von einer groben Fahrlässigkeit bei einem Christbaumbrand. Gerüstet sein für den Fall der Fälle, ja, ganz sicherlich, nämlich mit den österreichischen Versicherungsmaklern. Wir wünschen ein frohes Weihnachtsfest und alles Gute 2015.